Wie gesagt, wenn ich in der Nische den zweiten Aria-Schrein dann errichte. Und wieder ein großer Klingenweber. Könnte ich hier vor dem Aria und neben dem Aria meine Türme hochziehen? Runenkrieger, zu mir! Hier bin ich, Meister. Alles, was ihr wünscht. Ich gehorche, Meister. So, Nahrung. Bin schon da. So, die vier fangen an, Türme hochzuziehen. Ich hole mal gleich noch vier. Und ja, da hinten sehen wir schon eine Base. Der Eisernen. Meister? Wie gesagt, ein Vorteil ist, wir können uns hier... Das ist leicht. ...eingraben. Ja! Der Gegner kommt ja nur aus einer Richtung. Da kommt auch schon der nächste angelaufen. Meister? Verstanden, Meister. Alles, was ihr wünscht. So, als nächstes das mittlere Haupthaus errichten. Ja, eine Mondsilberhalle passt da gerade so hin. Meister, das Gebäude ist fertig. Ich bin unwürdig. Standhalten, Männer! Habt Geduld, Meister. Ja, da kommen nämlich auch schon mehr Klingenweber jetzt angelaufen. Meister, das Gebäude ist fertig. Wie kann ich dienen? Und jetzt haben wir gerade nicht genug. Gerne. Aria. Ich gehorche. So, bauen wir ein mittleres Haupthaus. Ruhig hier unten hin. Danach können wir nämlich die fünf, die wir ausgebildet haben, Meister, hier bin ich. Das Meister. Gebäude ist fertig. Aria sammeln schicken. Das ist leicht. Na,
Aber ja, man sieht leider, Erfahrungspunkte kommen nicht mehr so viel rum. Sie sind schon in der Stadt. So, 5 brauche ich. Den Onyx-Schrein. Oh, den kann ich leider nicht hierhin quetschen. Schade, dann muss er halt hierhin. Wie kann ich dienen? Verstanden, Meister. So, ich mache hier einen geraden Durchgang. Das heißt, hier baue ich keine Gebäude hin, aber hier und hier noch jeweils einen Turm dann. Meister, gerne. Das heißt, wir beginnen jetzt mit sofort, der ersten sofort. Was verlangt ihr? Wir erstmal hier eine Mine hin quetschen. Verstanden, Meister. Alles, was ihr wünscht, bin schon da. Dann warten, dass wir die Steine für die Schmelze zusammen haben. Habt Geduld, Meister. Mann, ist die Schmelze ein großes Gebäude. Meister, das Gebäude ist fertig. Meister, das Gebäude ist fertig. Die Jungs sterben ziemlich schnell und droppen manchmal auch noch irgendwas. Gehorche, Meister. So, gucken wir mal kurz. Eigentlich sollte da genug vorkommen sein, dass die alle arbeiten können. Aber ja, irgendwann müssen wir auch noch die Steine hier halt anfangen. Oh, da ist auch noch Eisen. Gut. So, einen Turm noch. Verstanden, Meister. Dann sollte das erstmal reichen. So, wie viele Dunkelelfen kann ich denn noch? Ach, gib mir mal alles, was geht. Jetzt fürs Erste. Kann ich dienen? Dann kann ich nämlich mit nicht genug Stein. Was verlange ich gemacht? Alles, was ihr wünscht. Was verlangt ihr? Gerne. Das ist eine gute Frage. Soll ich jetzt erstmal die Steinversorgung erhöhen? Kann ja jederzeit die Arbeiter dann hier abziehen. Oh, wieder ein großer Klingenweber. Ja, ich würde sagen,
erhöhen wir die Steinproduktion mal. Unwürdig? Das ist leicht. Oh, und wir kriegen die erste Nahrung rein, um unser Bevölkerungslimit erhöhen zu können. Meister, das Gebäude ist fertig. Verstanden, Meister. Was verlange ich gemacht? Wie kann ich dienen? Ja, der Heavy ist auch teuer. Hexenmeister eigentlich ich bin auch, unwürdig. Aber Aria haben wir ja viel mehr als Mondsilber. So, dann errichten wir jetzt mal das große Haupthaus. Ja, hier wäre noch Mondsilber halt. Das sind aber, glaube ich, die einzigen beiden Mondsilbervorkommen, die ich hier habe. Ja gut, hier unten waren gar keine Vorkommen. Sieht so aus, als würden die Gegner langsam ernst machen wollen. Ach, mit Alt patrouilliert man. Okay. Wir werden angegriffen. Ja, noch kommen halt keine größeren Angriffe. Wie kann ich dienen? So, rufen wir mal alles, was wir an Sklaven können.
Meister? Schicken die ersten schon mal sofort, sofort. Zum Mondsilber abbauen. Meister? Sofort, sofort. Und weitere 5 zum Nahrungssammeln, dass wir mehr Nahrung kriegen. Hier bin ich, Meister, Meister. Meister? Gerne. Wie kann ich dienen? So, ihr. Errichtet erstmal hier eine Mine und eine Schmelze.